Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ganz persönlichen Führerscheintest. Denn viele, ich muss es einfach sagen, viele von euch zweifeln das an, dass ich einen Führerschein habe. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Oh Gott! Herr Polizist, das tut mir jetzt ja nun wirklich leid. Herr Polizist, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Herr Polizist. Ich lieg auf dem Rücken. Und heute werde ich euch beweisen, dass ich aber sowas von es verdient habe, meinen Führerschein zu besitzen. Denn ich bin hier, kostenloser Führerscheintest 2019. Okay, scheinbar ein bisschen veraltet, aber guckt euch das an. So, jetzt könnt ihr nämlich auch mal selber euch testen, ob ihr schlauer seid als Pidissel. Und ich bin ja wohl der Schlauste. Wir wissen alle, dass es nicht wahr ist. Aber egal. Warum kann hier das Rechtsabbiegen gefährlich werden? Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger über die Seitenstraße... Na, das schaffe ich. Weil die Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können. Weil mein Fahrzeug beim schnellen Abbiegen ins Schleudern geraten kann. Ja, ich fahre ja gerade 30 Stundenkilometer. Ja, hier ist schneeig. Ja, Seitenstraße. Ja, auch Schleudern. Ist eisig. Weiter. War das jetzt richtig? Ja, ich habe einen Grün hier. Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen? Der LKW wird anhalten. Ja, weil da jemand rüber geht. Ja. Der Fußgänger könnte den LKW vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren. Nee. Ja doch, stimmt. Ja. Nach dem Abbiegen des LKWs könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen. Ja. Mann, ich kreuz hier einfach immer alles an. Nicht, dass ich da... Ey, wenn ich jetzt hier alles falsch mache... Oh, schon wieder überall so die Fahrradfahrer. Womit müssen sie rechnen? Die Fußgänger? Ja, die beiden sehen schon so kriminell aus. Das Fahrzeugtüren, ja, könnten auch geöffnet. Aber da sitzt doch niemand drin. Obwohl doch da vorne. Ja, das Fahrzeuge anfahren. Könnte auch passieren, ja. Mann, ich kann doch nicht immer alles ankreuzen. Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkurve rechnen? Fahrzeug könnte liegen bleiben, entgegenkommen, ja. Leute, was mache ich? Ja, aber ist doch so. Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkurve rechnen? Da können ein Fahrzeug sein, mir könnte eins entgegenkommen, alles möglich. Oh, jetzt habe ich hier kein Bildchen. Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben Sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen aber rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre mit eingeschaltetem Warnblinklicht rückwärts. Ja, ich biege nach links ab, weil ich es verkackt habe. Weil ich dumm bin. Sie möchten Radfahrer überholen. Dieser Radfahrer. Ich fahre selber eigentlich sehr gerne mit dem Fahren. Was ist bei der Wahl des Seitenabstandes zu berücksichtigen? Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges? Ein Seitenabstand von 1 Meter ist immer ausreichend. Ja, einerseits das Verhalten... Nee, hä? Ein Seitenabstand von 1 Meter ist immer ausreichend. Nee, ist doch nicht immer ausreichend. 1 Meter, das ist doch nicht viel. Was ist das? Ist das hier 1 Meter? Das hier ist 1 Meter. Ja, die Geschwindigkeit ist meines Fahrzeuges ist wenig. Das Verhalten der Radfahrer, ja. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre hier längs. Ganz locker. Warum fahre ich denn so langsam? Ich bin doch auf einer Landstraße, oder nicht? Ich habe nicht aufgepasst. Oh Gott, was ist das? Was kommt da auf die Straße? Ein Luchs? Ein Hund? Ah, oh, das habe ich gelernt. Oh. Ich weiche, nein, ich weiche nicht aus. Das ist das Traurige daran. Ich weiche nach links aus. Junge, da kommt ein LKW. Nichts gegen den Hund. Man muss tatsächlich, und das ist auch das Richtige, um alle anderen nicht zu gefährden. Was, stellt euch mal vor, ich weiche jetzt nach rechts aus. Der Hund läuft hier rüber und der fährt dann in mich rein. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Oh. Scheinbar wissen wir am Ende, ob wir richtig liegen. Weil ansonsten habe ich bis dato alles richtig gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. So, ich fahre jetzt hier locker längs, Alter. Brummi brumm. Der entgegengekommene PKW wird jetzt abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. Der wäre doch ratzbescheuert, wenn er jetzt hier rüberfährt. Wenn er nicht komplett dumm ist, dann würde er abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. Weil das wäre doch... Also geht's mal ganz ehrlich. Überholen ohne die Straßenmitte, das geht nicht. Ausscheren und ich... Ja, rein theoretisch, wenn er schon blinkt, würde er die Straßenmitte überfahren, weil er ein Vollidiot ist. Oh, auf einem Bahnübergang, ja, den ich mit maximal 10 km/h überqueren darf. Heranfahren darf ich schon vor. Ich muss halt ab diesem Schild, darf ich nur noch 10 Stundenkilometer fahren. Ich bin Fuchs, Leute. Ich habe einen Führerschein. Wo ist der überhaupt? Ja, sorry. Der ist gerade nicht da. Sie möchten aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich komme aus einem verkehrsberuhigten Bereich. Ja, ja, die Fußgänger auf dem Gehweg, ja. Vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen, ja. Die Regel rechts vor links beachten. Nee, ich glaube, weil ich aus Verkehr... Oh. Ich weiß es nicht. Ich kann mir die Situation auch gerade nicht ganz so vorstellen. Und ich habe Kopfschmerzen. Und ich bin auch ein bisschen zurückgeblieben. Ja, ich mache das hier. Welche Mängel an einem Fahrzeug können zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen? Abgefahrene Reifen,
Ja, ja, klar, weil dann habe ich einen Bremsweg, der höher ist. Defekte Schlussleuchten, ja. Unzureichende, ja, alles. Was müssen Sie bei der Beladung Ihres Fahrzeugs beachten? Ja, die Achslast darf nicht überschritten werden. Ich muss die Ladung mit geeigneten Milliarden, mit dem Verrutschen darf nicht. Mein Fahrzeug darf die zusätzliche Gemacht... Nee, um 5% Quatsch, nee, das ist falsch. So, okay, wie soll ich mich jetzt verhalten? Ich fahre hier Loggerfloor, ich biege rechts ab. Ja, perfekt, schön abgebogen. Was passiert jetzt? Kommt wieder der Hund? Den habe ich doch schon überfahren. Ach, da kommt mir jetzt jemand gegenüber. Hey, Moment. Ich fahre in die Lücke. Ja, ja, natürlich, weil rechts habe ich die Lücke. Er hat keine Möglichkeit. Und weil ich so ein Ehrenmann bin, fahre ich dann hier in die Lücke. Ich könnte natürlich auch auf mein Recht pochen. Und weil ich bin Erster in der Straße, verpiss dich aus meiner Straße. Und dann ziehe ich eine Waffe. So, wo ist das Parken verboten? Am Fahrbahnrand? Wenn hier durch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen... Hä? Auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften? Ja, außerhalb. Am Fahrbahnrand, wenn hier durch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen... Hä? Ich check's nicht. Ich mach weiter. Wer darf zuerst fahren? Also, das ist eine Vorfahrtsstraße. Das bedeutet, ich habe Vorfahrt. Ja, also ich darf als erstes fahren? Ja, ja, natürlich ich. Weiter. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den gelben PKW... Nee, ich fahre zuerst. Ich habe ja Vorfahrt. Sie möchten eine Vorfahrtsstraße überqueren, die sich nach beiden Seiten durch parkende Fahrzeuge stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich? Ich warne den Kreuzverkehr durch Hupen. Das ist immer super. Vorsicht, Jungs! Jungs, ich komm jetzt! Also, das wäre mir beim... Das wäre mir noch nie passiert. So, Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, ich hup doch! Also, manchmal frage ich mich auch, wo die Leute ihren Führerschein gemacht haben. Ja, ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein, wie ein Tänzer. Wovor fahren dieses Verkehrszeichen? Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn? Vor alkoholisierten Autofahrern, alles klar. Bei verschmutzter? Nee. Ich glaube, Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn. Ja. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen-Kombination beachten? Ja, weiß ich nicht. Das Schild habe ich noch nie gesehen. Ja, ich sage einfach mal das. Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifens... Oh, das habe ich erst letztes gelesen. Also, der Reifenabrieb nimmt zu, ja. Kraftstoffverbrauch nimmt auch ab. Okay, und weiter. Ah, jetzt gebe ich ab. Wie, was denn Grund... Was ist denn jetzt hier noch das B? Woher kommt denn das B? Sie möchten die Autobahn verlassen. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich beachte entgegenkommende Fahrt. Ich bin auf einer Autobahn, Alter. Ich fahre auf den Seiten Streifen weiter? Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. Ja, ja, klar. Wie verhalten Sie sich richtig? Ja, okay. Ich fahre loggerfloig hier, bam, in meinem Cabriolet. Woo! Hey, Ladies! Waka, waka! Oh Gott, ich werde sterben! Scheiße! Der Vollidiot! In der Kurve! Da piept's wohl! Ich fahre möglichst weit rechts. Ich bleibe in der Mitte meines... Nee, ich bremse natürlich. Und dann fahre ich möglichst weit rechts, ja. Alter, so ein Idiot. Ganz ehrlich, da fahre ich locker, weißt du, mit meiner Perle in meinem Auto und dann kommt... Unglaublich. So, was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten? Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt? Ja. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Ja, ist ja so. Der muss doch das ermöglichen, dass ich da reinkomme. Auf welchen Straßen gilt die... Oh, meine Stimme. Flasche, ich brauche dich. Auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer auf Autobahn? Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken? Ja, auf öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen. Ihr Fahrzeug ist eingeschneit. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren? Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen? Ja. Beleuchtungseinrichtung, den Motor warm laufen lassen. Nee. Welche Gefahr kann bei der Nutzung von Fahrassistenzsystemen bestehen? Falsche Erwartungen an das System, ja. Zu wenig, ja, dass man zu wenig auf das Geschehen achtet. Die Eigenverantwortung vernachlässigen, ja. Die Fahrerassistenzsysteme sind keine Autopiloten. Oh, jetzt, wie verhalten Sie sich richtig? Alles klar, okay. Ich fahre loggerfloggig wieder in meinem Cabrio. In meinem Ferrari Cabrio fahre ich hier runter von der Auto. Es stockt gleich das Video. Entschuldigen Sie, aber mein Auto stockt. Wissen Sie, jetzt mein normal. So, jetzt fahre ich nochmal hier rein. So, ich biege ab. Okay, ich fahre jetzt hier weiter. Loggerfloggig hier schön heute Let's Play aufnehmen mit den Jungs. Schön, weil jetzt stockt das schon wieder. Was ist denn hier los? Wie, was denn? Das war's schon?
Wieso, was? Hier passiert doch nichts. Ah, das ist ein Falschfahrer. Ich verständige die. Ich fahre möglichst weit rechts. Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich verständige auch die Polizei, weil das könnte sein, dass jetzt ein Falschfahrer da kommt. In ihrem PKW flattert das Lenkrad während der Fahrt. Woran kann das liegen? Räder haben Unwucht, Stoßdämpfer sind defekt, Federung ist schadhaft. Ja, alles. Wie sichert man ein PKW mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen? Feststellbremse betätigen? Ja. Ersten Gang? Ja. Schalthebel? Nee, nee. Leerlauf ist ganz schlecht. Ja, jetzt kann ich abgeben. Möchten Sie die Prüfung? Ja, ich möchte die Prüfung beenden. Nicht bestanden? Wieso das denn nicht? Was habe ich denn hier falsch gemacht? Ihre Lösung? Musterlösung. An denen ich hier mit Max... Ich darf da maximal mit 10 km/h heranfahren? Ich dachte, ab dem Schild 10 km/h. Was habe ich hier falsch? Wo ist das Parken verboten? Am Fahrbahnrand, wenn hier durch die Benutzung gekennzeichneter Park... Was denn mit Parkflächen? Mann. Sag mal, scheinbar Verkehrszeichen habe ich noch nie was von gehört. Wieso habe ich denn hier Fehler? Wovor waren dieses Verkehrszeichen? Auch vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn? Aber warum soll denn die Fahrbahn verschmutzt sein? Und was ist hier? Bahnübergang? Ah, Kraftfahrzeuge dürfen nicht überholt werden. Ja, aber das ist ja Auslegungssache. Gefahrenlehre? Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten? Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn? Was habe ich hier gemacht? Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken? Entsprechend gekennzeichneter... bei entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. Ja, aber das ist jetzt ja auch wirklich... Also, wie viele Fehler hätte ich denn machen dürfen? Also, ich sehe das jetzt hier nicht so ein, dass ich nicht bestehen tue. Innen drinne. Mann, die müssen mir doch nochmal eine Chance geben. Hier, das war jetzt vielleicht die theoretische, aber die praktische... Die schaffe ich. Falls ihr da Bock drauf habt, Leute, lasst ein Like da, genauso, wenn euch das Video gefallen hat. Falls ihr neu seid, abonniert gerne den Kanal. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.